Moin liebe Top-Familie und damit ein herzliches Willkommen zurück hier auf meinem Kanal und jetzt tatsächlich seit langem zu einem neuen The Mask Singer Video, zu einem Special Video, wohlbemerkt. Ja, aber, das können wir schon mal festhalten, bald ist es soweit, wenn ich so auf den Kalender gucke und welcher Tag für euch ist, in 1, 2, 3 Wochen und 1, 2, 3, 4 Tagen. In 3 Wochen und 4 Tagen, also in 25 Tagen, geht die neue Staffel. Also 26. 1, 2, 3. Nee. Bin ich jetzt blöd? 1, 2, 3, 4 und 21. Doch, 25. Geht die neue Staffel, die 6. Staffel, The Masked Singer los. Und ich freue mich schon sehr drauf. Anlässlich deswegen und weil ja auch bald die neue Staffel beginnt, kommt, ich muss mir jetzt hier in den Kalender gucken, weil ich werde die Videos jetzt heute aufnehmen, kommt heute für euch ein Video, nächste Woche und dann nochmal auch in 2 Wochen. Ob in 3 Wochen, ob auch am Dienstag eines kommt, weiß ich nicht. Eventuell kommt dann eher ein Video, wo wir dann ja auf Sachen für die neue Staffel reagieren. Aber auf jeden Fall nächste Woche auch noch ein Special-Video, ob in 2 Wochen, mal gucken, aber auf jeden Fall auch nächste Woche. Denn was braucht eine neue Staffel? Promis, richtig. Aber wo sind die runter? Unter Masken. Und ich habe vor einigen Wochen ein Video hochgeladen, Wunschkostüme 6. Staffel. Diese Wunschkostüme oder diese Kostüme, Masken, wünsche ich mir für die neue Staffel. Und da gab es sehr, sehr viele Kommentare von euch, auf die ich jetzt tatsächlich eingehen werde. Das heißt, ihr werdet hier tatsächlich namentlich erwähnt. Ich weiß nicht, ob ich euren Kommentar dann hier mit einblende. Ich hoffe, ich denke daran beim Schnitt. Deswegen lasst uns doch mal anfangen, weil tatsächlich so der ein oder andere Kommentar ist vielleicht ein bisschen länger. Grüße gehen auf jeden Fall schon mal raus. So, fangen wir an mit dem ersten Kommentar von Cassie. Ich würde einen Wolf so fühlen. Ich muss auch zugeben, ich weiß jetzt nicht mehr, ob ich einen Wolf genommen habe bei mir jetzt im Video. Aber Wolf, auch so dieses mystische Fabelwesen. Und was man auch so ein bisschen gruselig vielleicht darstellen könnte. Niedlich als auch gruselig, also je nachdem, wie man natürlich so ein Kostüm gestaltet. Jedenfalls Wolf wäre schon geil. Auch hier nochmal am Rande erwähnt, weil da habe ich schon ein Video von Matthias Obtenhöfe oder irgendwie so ja gesehen. Und zwar gibt es ja eine große Neuerung in der neuen Staffel. Und zwar wurde ja ein Kostüm erstellt von einem jungen Zuschauer der Sendung. Denn viele konnten ja noch in der letzten Staffel Einsendungen einschicken und Ideen mit einer Maske, mit einem kreativen Namen. Und eines wurde ja ausgewählt und wurde erstellt. Ich bin sehr gespannt darauf, was das sein wird. Machen wir weiter mit dem Kommentar von Jonas Körner. Ich fände es cool, wenn es eine Eule gäbe. Das habe ich auf jeden Fall auch in meinem Video mit erwähnt. Eule, mystisch, von daher danke auch hier für deine Zustimmung zu ein meiner 10 Wunschkostümen. Ja, dann kommen wir schon zu einem, glaube ich, etwas längeren. Hier ist es aber, dass hier viele aufgelistet werden. Grüße gehen raus an Anubis, der auch immer fleißig mitkommentiert. Von den Kostümen, die du vorgestellt hast, würde ich mir die Eule am meisten wünschen. Das Schneeeulenpaar aus den USA hat mir sehr gut gefallen. Dazu vielleicht nächste Woche mehr. Aber auch einen Löwen und einen Fuchs wünsche ich mir schon seit langem. Mein Auge juckt. Ah. Ich habe hier mal eine bunte Mischung aus Tieren, menschlichen Figuren, Objekten und Lebensmitteln. Ich habe ja auch Lebensmittel genommen. Ich habe ja, glaube ich, einen Hamburger genommen. Weil ich weiß, dass es auch so Lebensmittel in den USA gibt. Das habe ich nur gelesen. Was es da genau gab oder gibt, weiß ich nicht. So, was hast du denn hier? Ein Wolf. Also genauso wie
Cassie. Ein Rabe, ein Pirat. Ja, Pirat muss man ja sagen, hatten wir schon so in dieser Form. Das war ja so gesehen Schildkröte, Thomas Anders. Ein König, eine Königin. Ja, die Frage ist dann so, mit welchem Gesicht? Weil ein König, eine Königin hatten ja was Menschliches. Da würde ja zum Beispiel dann ein Tiger sonst passen, der dann eine Krone trägt und dann auch von mir aus so Zepter als Mikrofon und dann so einen roten Umhang oder eine Königin. Sowas könnte ich mir dann wieder vorstellen. Ein chinesischer Drache. Wir hatten bereits einen westlichen und die beiden sind meiner Meinung nach unterschiedlich genug. Boah, da habe ich gerade zu wenig Ahnung, um das irgendwie zu sagen. Chinesischer Drache. Ah, ja, so dieses Buntliche. Ja, okay, jetzt weiß ich, was du meinst, da du bist. Ja, okay. Ja, okay. Aber ich würde dann, ja, keine Ahnung. Vielleicht damit noch irgendwie was kombinieren. Aber okay. Jetzt weiß ich, was du meintest. Eine Hexe. Hexe würde ich auch irgendwie. Aber Hexe, muss ich zugeben, würde ich mir irgendwie im Herbst wünschen. Und dann halt wirklich da so gruselige Sachen. So Michael Myers, Freddy Krüger, sowas mal als Maske. Fände ich mega. Popcorn. Stelle ich mir lustig vor, wenn jemand so in einer Tüte rumläuft. Eine Muschel, finde ich mega. Eine Qualle, eine Rose oder eine beliebige andere Blume. Ich hatte ja zum Beispiel Sonnenblume. Eine Ameise, ein Säbelzahntiger, ein Höhlenmensch, ein Mammut. Wir brauchen mehr urzeitliche Kostüme. Ja, so Mammut fühle ich, muss ich zugeben. Von den dreien zumindest, weil Höhlenmensch, wir hatten zuletzt Helden. Natürlich, das sind so vollkommen unterschiedliche Sachen. Aber so Mammut fühle ich irgendwie, wenn ich jetzt so zum Beispiel an den Film Ice Age denke, weil du ja schreibst urzeitliche Kostüme. Weiß gar nicht, was es da noch so damals dann zu dieser Zeit so von der Zeitrechnung her gab. Dann noch ein Pinguin. Ja, Pinguin fühle ich auch. Koala, Känguru, ein Bierglas, eine Zigarette. Das wird wahrscheinlich nicht passieren, aber ich würde es feiern. Ich glaube auch nicht, dass das passieren wird. Also ich glaube nicht, dass man sowas. Ja, makaber ist jetzt hier das falsche Wort, aber ich glaube nicht so, weil auch Jugendliche das schauen. So komisch ist es klingt, ich glaube, dass das jetzt nicht so werbe- und kinderfreundlich ist. Eine Banane? Ja, finde ich lustig. Ein Greif, eine Fee, ein Ritter, ja, auch nochmal so in dem Sinne, so ein Mensch in dem Sinne. Ein Hotdog und ein Baum. Sehr interessante Sachen. Machen wir weiter mit dem Kommentar von Hashtag Lollipop. Bär und Löwe finde ich sehr gut von dir. Ja, Löwe, ich würde den Löwe so feiern, weil ich halt ja auch vom Sternzeichen Löwe bin. Von daher, Bär, auch, da kann man, finde ich halt so auch nochmal viele Sachen mitmachen. Wir hatten Teddy jetzt zuletzt und ein Bär ist halt nochmal was anderes. Deswegen, danke auf jeden Fall hierfür deine Zustimmung und dass dir diese beiden Kostüme gefallen. Aber das nächste ist auch nochmal von Hashtag Lollipop. Und zwar, eins Hund, zwei Löwe, drei Bär, vier Superheldin. Da stelle ich mir so die Frage, wen soll man nehmen? Weil man muss ja irgendwie ein Gesicht ja auch immer machen. Man kann sich ja einen Superheld ja vorstellen. Aber selbst zum Beispiel so ein Flash oder Superman hat ja ein Gesicht. Das heißt, da braucht man ja irgendetwas. Und man kann ja nicht einfach eine Haube rübersetzen, sage ich mal so. So, deswegen. Aber okay. Giraffe? Giraffe finde ich auch cool. Sechs Taco, finde ich lustig. Sieben Blumenart, ja, so Sonnenblume, Rose, Tulpe, weil Ostern ist ja in dem Sinne, ja, in April, würde ich jetzt mal sagen. Ich weiß jetzt nicht ganz genau den genauen Tag, aber würde dann ja auch passen. Acht Seepferd, neun Fuchs und zehn
mein eigenes entworfenes Kostüm und ich hoffe, es wird ausgewählt, aber ich glaube es, glaube zu 99,1% nicht daran. Hm. Du hast nicht dann auf meinen Kommentar geantwortet, denn ich habe dann geschrieben, was hast du denn entworfen? Würde ich gerne mal sehen. Für dich zur Info, du musst es ja nicht, aber wenn, und mich würde es tatsächlich sehr interessieren, und in der Beschreibung, wenn du Instagram hast, ist der Link zu meinem Instagram-Account, dann kannst du mir das ja mal sehr gerne als DM schicken. Würde ich tatsächlich sehr gerne mal feiern. Oder würde ich sehr gerne mal sehen. Ansonsten, wenn eins genommen wird, dann sehen wir es ja in der Show. Wenn nicht, würde ich sonst so vielleicht zu Showbeginn sonst mal irgendwie sehen, was du gerne da eingereicht hast. Machen wir weiter mit dem nächsten Kommentar, und zwar von Slogs. Ideen plus Wünsche. Stern, ja, Qualle, Eule, also auch hier wieder die Eule, dann aber auch ein Werwolf. Jo, also Werwolf könnte ich mir auch halt so als düsteres, sehr düster so vorstellen, würde aber auch wieder zu so einer Herbststaffel passen, wobei man da ja auch einen Ausgleich schaffen muss und nicht nur so gruselige Sachen. Kartoffel. Kartoffel finde ich irgendwie auch sehr lustig, aber es gibt viele Sachen, man kann glaube ich sehr viel machen. Dann vielleicht so ein DJ-Bär, geht so ein bisschen in die Richtung wie die der Maus. Okay, ah, so meinst du, ja, okay. Dann aber auch so die Kommentare darunter, weil es gab ja schon mal so, Crocker. Aber Stocks meint weiblicher und so ein bisschen Galaxy-mäßig. Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Ein Slime. So ein Slime von Minecraft finde ich schon echt lustig, wenn jemand irgendwie darunter steckt. Würde aber auch dann so zu Wackelpudding passen. Das könnte man ja so als Gleiches beschreiben, weil das sieht so wabbelig aus. Und darunter steckt diese Person und singt. Fände ich mega lustig. Blumenstrauß. Ja, Blumenstrauß, Blume, passt ja so in dem Sinne. Eine Gabel oder ein Besteck würde ich lustig finden. Yo, Gabel, Löffel, Messer, wäre lustig. So, das machen wir hier zum Schluss. Das merke ich mir mal eben vor. Dann haben wir einen Kommentar von Jonas Körner. Meine Vorschläge, erstens Baum, auch hier haben wir wieder Baum. Zweitens Sonne, 3 Blume, 4 Eule, 5 Popcorn, 6 Pfau, 7 Panda, 8 Schlange. Boah, eine Schlange will ich auch irgendwie feiern. Eine Schlange, ich weiß nicht, wie man das dann so machen soll, aber so mit der Zunge dann hier raus so ein bisschen beim Kostüm, Hammer. 9, Meerjungfrau. Meerjungfrau habe ich, glaube ich, ja auch mit aufgenommen, von daher cool. 10, das ist mein eigener Vorschlag, den ich für die nächste Staffel vorgeschlagen habe bei The Masked Singer. Auch an dich, unten in der Beschreibung, wie gesagt, Instagram. Dann kann man dir sehr, sehr gerne auch nochmal irgendwie darauf reagieren, falls das für dich, Jonas, und auch für, wir waren das nochmal für Hashtag Lollipop in Ordnung ist, aber ist ja eure Entscheidung. Machen wir weiter mit dem Kommentar von TV. Ich würde mir eine Robbe oder einen Maulwurf wünschen. Jo, Robbe, Maulwurf? Fände ich auch lustig. Maulwurf so ein bisschen dann wie Quokka und Maulwurf sonst dann mit so einem Bauarbeiterhelm. Würde ich irgendwie so feiern. So ein bisschen an Animal Crossing angelehnt. Hätte irgendwie was. Dann haben wir den Kommentar hier von Konata Izumi. Eine Eule wäre was Feines. Hat in der Tat etwas Böses, aber auch Mystisches an sich. Einen Fuchs finde ich auch sehr ansprechend, besonders in seiner natürlichen Farbe. Lol, ein Hamburger, das würde auch krass ausschauen. Am besten einen waschechten Hamburger dazu nehmen. XD. Ein Wikinger, wie in der US-Staffel, wäre auch cool. Der hat mich damals echt berührt. Na, habe ich nicht gesehen. Wie gesagt, nächste Woche. Die 4 könnte ich mir jedenfalls von dir vorstellen, dass die drankommen könnten. Am meisten würde ich mir aber wohl den Fuchs wünschen, da ich solche Tiere einfach faszinierend finde. Nicht Eule, Fuchs.
Ansonsten, nach meiner eigenen Liste könnte ich mir auch vorstellen, weil die nächste Staffel, denke ich mal, im Frühjahr anfängt, ein Osterei, niemand weiß, wer darunter steckt, und in jeder Folge erscheint es in einer anderen Farbe, wie zum Beispiel in Rot, wo es wütend ausschaut, oder jeweils einer anderen Farbe, um sein oder ihr Gemüt auszudrücken. Dazu würde mir, falls es kein Fuchs schaffen sollte, in dem Fall einen Luchs anzutreffen. Außerdem einen Waschbär, die kleinen Räuber muss man einfach mögen, ein Krokodil, damit man was Echsenartiges mit dabei hat. Ein Walross oder ein Mammut wären auch ziemlich krass. Da würden gut muskulösere Leute drunter passen. Ein Wolf wäre auch mega, aber ich glaube, so einen könnte man dann eher in der Herbststaffel zu einer dunkleren Jahreszeit besser einbauen. Etwas anderes Witziges könnte ein Papagei sein, wegen seiner Art, alles nachzuplappern. Hat er noch dazu geschrieben? So düster habe ich auch gedacht, aber das passt dann so zur Herbststaffel. Hat dann auch so geschrieben wie Vampir, Werwolf, Hexe etc. Auch hier haben wir wieder den Wolf. Fuchs, Luchs finde ich auch sehr interessant. Also wenn kein Fuchs, den ich ja auch bei mir mit aufgenommen habe, dann ein Luchs. Kurze Side Story hierbei. Ich war tatsächlich mal bei einer Luchs. Ja, Luchs-Show klingt jetzt so komisch. Nee, aber ich habe mal Luchse gesehen. Das war damals im Harz. War sehr, sehr cool. Das war ganz, ganz oben irgendwie auf dem Berg. Man konnte da dahin gefahren werden. Aber ich bin hochgewandert in dem Sinne. War eine mega Erfahrung. Aber mega coole Ideen, die du da hast. Auch wieder so ein bisschen in diese Richtung von damals, so mit Mammut. Finde ich interessant. So, dann haben wir T-Royce. Oder T-Royce. Meine Wunschkostüme wären Koala, Waschbär und Ringelschwanz-Lemur, King Julian. Was ist jetzt mit King Julian gemeint? Ich weiß jetzt nicht, ob ich danach auch gegoogelt habe, als ich. King Julian. Ah, du meinst den von Madagaskar. Jo, jetzt weiß ich, wer King Julian damit gemeint ist. Ja, ah, okay. Das ist ein Ringelschwanz-Lemur also. I like to move it hatten wir leider schon das Lied, was gesungen wurde. Ansonsten würde das zu King Julian zum Ringelschwanz irgendwie sehr gut passen. Aber lustige Idee. Dann haben wir den Kommentar hier von Marc Störinger. Meine Wunschkostüme schreibe aber nur 5 auf, weil sonst keine. Dodo als Wissenschaftler. Dodo finde ich auch sehr lustig. Nashorn als Bauarbeiter. Ja, habe ich ja zum Beispiel eben ja beim Maulwurf ja zum Beispiel nochmal so erwähnt. Schneemann, der immer friert. Ja, wir hatten jetzt ja schon so dieses Weihnachtsspecial, deswegen glaube ich nicht, dass so Schneemann was in diese Richtung kommt. Aber trotzdem interessant. Qualle, sehr gut mit dem Oktopus befreundet. Der Oktopus war funkig und ein Wunderwesen, die Qualle ähnlich mysteriös und liebt K-Pop. Wir haben ja auch schon ein Lied mal von, also ein K-Pop-Lied gehört. Hier, Dynamite hat ja Sascha gesungen in der ersten Sendung, in der vierten. Und Faulobota, das Kind von Faultier und Roboter, wahrscheinlich vom Dodo erschaffen. Lustige Idee. Also nochmal Kostüme miteinander zu kombinieren. Ich bin gespannt, ob man das macht. Schwer zu sagen. Zuletzt, was hier kombiniert wurde, war ja in der vierten Monstronaut. Von daher, man kann gespannt sein, ob man noch mal irgendwann zwei Sachen miteinander kombiniert. So, jetzt kommen wir hier zu. Jetzt noch mal gucken. Ich gucke noch mal eben 1, 2, 3. 4, 5, ja, ich lese einfach vor. Also das Video wird hier etwas länger. Kommen wir zum nächsten Kommentar und zwar von Plastik Plastik. Du hast auch deine Wunschpromis aufgeschrieben, die werde ich jetzt nicht vorlesen. Tut mir leid, weil hier geht es jetzt um die Kostüme, aber du hast ja auch hier viele aufgeschrieben. 1V. Fände ich cool. 2, Schneeleopard oder Schneeeule. Das würde ja irgendwie noch so auch zur Jahreszeit und so passen. Leopard
Ah ja, stimmt, Leopard hatten wir mal. Dann Schneeeule. So Schneeeule, Eule würde ich schon geil finden. Drei, König, Königin. Haben wir schon vorhin drüber gesprochen. Skorpion. Auch sehr interessant. Löwe, Pinguin, Lemur-Zebra. Sind so zwei unterschiedliche Sachen, Lemur und Zebra. Aber ja. Wenn, dann will ich tatsächlich, glaube ich, mehr irgendwie, also Lemur Richtung King Jewel wäre schon geil, aber ich würde irgendwie mehr ein Zebra fühlen. Bin ich ehrlich. 8 Kojote, 9 Hirsch und 10 Waschbär. Wäre cool. Dann haben wir den Kommentar von Tina KK. Ba, 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 bam. Standuhr. Ein bisschen in Richtung Schön und das Biest. Salz- und Pfefferstreuer, wenn wieder ein Duo dabei sein sollte. Aber im Duo, das wäre schon richtig geil, so Salz- und Pfefferstreuer dann. Eine Tüte Pommes. Lustig. Ein Fuchs. Chinesische Glücksdrache. Da kommen wir auch wieder zum chinesischen Drachen also. Ein Hotdog und ein Panda-Bär. Kommen wir zum Kommentar von Cloud777. Ich wünsche mir für die nächste Staffel als Kostüme Teufel, Schrägstrich Dämon, V, Pinguin, Wolf und E-Gitarre. E-Gitarre wäre halt echt lustig. Das wäre in der Tat richtig lustig. So. Kommen wir zum Kommentar von Hallo, Hallo. Ich wünsche mir für die sechste Staffel Rabe mit schwarzem und weißen Flügel und rotem Kopf. Rabe, cool. Rose, der Kopf ist die Rose und am Hals sind Blätter, die nach oben gehen und das Kleid ist aus weißen Blättern und die Arme sind mit Dorn umwickelt. Sehr detailreich. Wolf, in weiß mit einem hellpink-rosa-blauen Schal um den Hals. Warte, hellpink-rosa-blau. Ah, ja. So ein bisschen dieses Klischee-mäßige oder was man so. Oder was man sich vorstellt bei dem Märchen, ja, Rotkäppchen, wo ja der Wolf die Großmutter ja gefressen hat. Bombe mit großen Lippen und eine rote Brille und vielen Muskeln. Okay, klingt lustig. Fuchs, also Fox, denke ich mal, soll das sein. Fuchs als Magier, gelber Kopf und der Rest ist sein Gewand in weiß und hellrosa. Böser Clown. Mit einem schwarzen und einem weißen, mit einer weißen Gesichtshälfte. Clown, so von wegen aus dem Film S, It, für die, die es nicht kennen, ist ein Horrorfilm, würde ich feiern. Aber das dann vielleicht so zu so einer Horrorstaffel im Herbst. Ritter mit Lanze und Schild. Mit einer weißen Rüstung und einem roten Umhang und der Rest ist gold-weiß-rot. So ein bisschen also an Deutschland, an die Flagge angelehnt. Metallwesen, ein Wesen aus Metall und Spiegeln. Ah, wir hatten schon so Roboter, muss ich zugeben, aber interessante Idee. Marionette aus Holz mit Fäden am Körper. Oh, das stelle ich mir tatsächlich in der Tat richtig geil vor, wie dann so Fäden zwar dann da dran sind, aber dann auch so diese Bewegung so marionettenmäßig wären. Fände ich auch mega. Nixe mit grünblauer Haut und Kopf in Wassertropfenform und blaue Kleidung. Auch hier sehr detailreich. Danke, hallo, hallo. Dann haben wir von Team Kaktut. Dafür, ich spreche es richtig aus. Bei der Meerjungfrau würde ich sie auf eine Muschel packen und die Beine unter die Muschel wie beim Wuschel. Reimt sich so ein bisschen zum Schluss. Aber ja, stimmt. So eine Muschel und dann auch so ein bisschen, ja, könnte ich mir auch sehr gut vorstellen. Dann haben wir den Kommentar hier von Jana Lübke. Du hast auch schon Promis mit Delta geschrieben, die werde ich jetzt nicht mit aufzählen. Ich werde nur die Masken hier vorlesen. Nummer 1, König, Königin. Haben wir schon das dritte, vierte Mal auch mitgelesen. 2, Tulpe. 3, Nudel. Ich stelle mir gerade, um ehrlich zu sein, nicht das Essnudel vor, sondern, ihr kennt, wisst es ja auch, Nudel wird ja auch das bezeichnet, diese blauen, roten oder so Dinger, die man beim Wasser hat, doch so für Wassergymnastik.
Habe ich tatsächlich mal mitgemacht, das ist auch schon sehr lange her. Aber muss ich irgendwie eher gerade dran denken. Lustig, oder? Dann Zebra. Bei den Farben her auf jeden Fall sehr auffällig, will ich auch feiern. Wikinger und Wikingerin wäre dann ein Duo. Ja, so ein Duo könnte ich mir auch nochmal so nach Staffel, das müsste ja Staffel 3 gewesen sein, auch nochmal vorstellen. Kronprinzessin. Ja, König, Königin und dann Prinzessin. Ja, glaube ich zwar nicht, dass man das macht, aber interessant. Hamburger. Da haben wir auch nochmal dann was zu essen. Steinmensch. Haben wir auch nochmal, also nochmal so in diese Zeit von damals gedacht. Löwe, Löwen. Wäre auch hier ein Duo. Rose. Und. Ja, das waren jetzt 10. Und jetzt pass auf, und 11. Eine Maske aus dem wirklichen Leben. Kristall. Sehr lustiger Kommentar. Da musste ich tatsächlich schmunzeln, als ich das auch gelesen habe. Danke für deinen Kommentar. So, jetzt kommen wir so gesehen zum vorvorletzten, aber eigentlich zum vorletzten Kommentar. Von Olivia Jones. Wäre lustig, wenn du die wirklich Olivia Jones bist. Glaube ich aber nicht. Also, meine Wunschkostüme. Erstens ein Panda-Bär. Könnte ich mir gut vorstellen, als ein knuffiger Panda mit einem Bambusstab als Mikro. Könnte ich mir auch sehr, sehr gut vorstellen. So von wegen, man will es essen und dann sinkt man da aber rein. Nummer 2, ein Känguru. Ein schönes Känguru mit einer Bauchtasche, wo das Känguru das Mikrofon rausholt. Warte mal. Da wird es eine Anspielung auf Australien sein mit dem Känguru. So. Coole Idee. Drittens ein Nashorn. Ein Nashorn, was kräftig dargestellt wird, aber innerlich schüchtern ist. Als Mikro könnte ich mir das Horn vorstellen. Warum? Ach so. Ah, du hast immer dahinter geschrieben, ob Mann oder Frau. Ah, jetzt verstehe ich das. Ah, ich habe erst eben so gedacht, warum steht dahinter immer Mann? Ah, jetzt macht das für mich Sinn. Also da kannst du dir einen Mann oder eine Frau vorstellen. Also beim Känguru, hast du jetzt, doch auch Mann. Mann hast du da geschrieben. Ich glaube, die ersten 5 hast du Mann geschrieben, oder? Und dann Frau. Ja, genau. So, wo war ich jetzt? Nashorn, genau. Das mit dem Horn stelle ich mir nur schwierig vor als Mikro, aber Nashorn, ja, würde ich feiern. Oder hier so ein Warzenschwein, wie bei Timon und Pumba, ja. Weil wir hatten ja auch schon Erdmännchen und jetzt und dann so ein Warzenschwein wäre schon geil. Viertens, eine Banane, was zu essen wäre lustig. Fünftens, ein Boxer in Klammern Hund. Wäre cool, dass man nach dem Mops wieder eine Hunderasse mit reinnimmt. Man könnte mit dem Namen Boxer spielen, also dass man den Hund Boxerhandschuhe reinmacht oder eben anzieht. Fände ich auch lustig. Also so gewisse Kombinationen immer. So wie ja damals hier, habe ich ja schon vorhin gesagt, mit Pirat und Schildkröte fand ich ja auch so vom Kostüm her mega. Sechstens, ein Pony könnte neutral aussehen oder ein bisschen aufgeschmückt mit Utensilien als Mikro. Ein Mikro mit einem kleinen Wolleschwanz. Ah, okay. Na, Pony oder hier so Pegasus, wie heißt das nochmal? Nee, Einhorn hatten wir ja schon. Aber Pony, ja, finde ich auch cool. Siebtens, eine magische Fee mit einem Zauberstab als Mikro. Hat ja, glaube ich, ja auch hier Einhorn. Das war ja hier Franzi van Almsick. Und jetzt ja auch so ein Zauberstab mit einem Stern. Und das war ja das Mikrofon. Das weiß ich noch. Achtens, ein Skelengel. Eine Mischung aus dem Engel und dem Skelett wäre cool. Ja, Skelett und Engel. Ja, das ist aber beides so sehr weiß. Aber die Idee, ja, also so nochmal, viele von euch sind also dafür, dass man auch nochmal so halt Kostüme miteinander kombiniert. So. Neuntens, ein Puppenpaar, also ein Duo von zwei Puppen gemachten Figuren. Die Kreativität liegt an ProSieben. Mann und Frau muss aber kein Paar sein. Fände ich auch lustig. Zehntens, eine Disco-Kugel wäre witzig. Eine Disco-Kugel, die je nach Emotion sich färbt. Das würde ich auch irgendwie ziemlich feiern. So. Und ehe ich jetzt gleich nochmal dann Sachen vorlese, muss ich erstmal trinken. Ich sage euch nur eins.
was ich jetzt nicht alles vorlesen sollte. Weil hier ist jetzt wirklich eine sehr, sehr lange Beschreibung und ich werde auch nur auf die Kostüme eingehen. Ich sag jetzt schon mal, von wem das kommt. Und zwar, geht bitte mal zu dem Video Wunschkostüme und gebt doch mal sehr, sehr gern einen Daumen nach oben bei den zwei Kommentaren von TCY. TCY. Du hast hier alles sehr, sehr ausführlich geschrieben mit den Songs. Wann welcher Song, mit Finale, wenn, wer, was und so. Bitte votet diese beiden Kommentare hoch. Wirklich sehr, sehr ausführlich, muss ich sagen. Ich habe hier gesessen, habe mir das in Ruhe durchgelesen und fand das echt erstaunlich, was du dir hast einfallen lassen. Deswegen tu mir leid, mein Lieber, wenn ich jetzt hier nicht, oder meine Liebe, ich denke jetzt, weiß jetzt nicht, wer dahinter steckt, deswegen. Aber jedenfalls, danke für deine zwei tollen Kommentare. Und tut mir leid, wenn ich jetzt nicht alles vorlese, aber ich werde hier auf die Kostüme eingehen. Also, meine 10 Wunschkostüme in alphabetischer Reihenfolge plus ihre Auftritte. Deswegen, das könnte ein etwas längerer Kommentar werden, Teil 1, deswegen. So, mir geht es nur auf das vor, was so mit dem Kostüm auch zusammenhängt. Nummer 1, der Baum. Den Baum stelle ich mir als Laubbaum vor, vielleicht eine Eiche. Das Gimmick von ihm ist, dass er je bei jedem Auftritt in einer anderen Sprache singt. Unter der Maske könnte ich mir einen männlichen Sänger vorstellen. Allerdings kenne ich keinen, der viele verschiedene Sprachen sprechen kann. So, dann würde zum Beispiel hier stehen in der ersten Show Astronaut von Burani. Zweite Show Never Gonna Give You Up. Show 3 Papa Ute von Stromae. Show 4 Gangnam Style von Psy. Im Halbfinale City Buoni von Maneskin. Als zweite Chance Dragosa Dinte von Ozone. Im Finale Despacito von Luis Fonsi. Und der letzte Song ist Asia Chepego von Michel Tello. Zum Baum hatten wir auch schon. Finde ich sehr, sehr lustig, dass viele sich so einen Baum auch wünschen. So, kommen wir zu Nummer 2, der Eisbär. Der Eisbär ist ein dickeres Kostüm. Seine Geschichte ist, dass es ihm am Nordpol zu kalt wurde, weshalb er jetzt Urlaub am Strand macht. Passend dazu trägt er Sonnenbrille, Badehose und Flipflops. Sein Mikrofon könnte eine Eiswaffel sein. Ein Comedian wie Otto Walkes könnte sowas halt eben dann, könnte darunter sein. Ich muss zugeben, gerade so diese Vorstellung, weil das passt so, finde ich, zu dem Musikvideo, falls ihr es kennt, von Herbert Grönemeyer, Mensch. Tolles Lied. Da geht ja auch ein Eisbär am Strand und gerade dann irgendwie mit einer Mütze, aber dann auch eine Sonnenbrille und Flipflops. Badehose würde ich zum Beispiel für mich jetzt hier so gerade von der Vorstellung her streichen, aber so stylistisch könnte ich mir das echt, echt gut vorstellen. Finde ich sehr, sehr geil, die Idee. Dann, was sehr, sehr interessant ist, wie ich finde, die Galaxie. Die Galaxie könnte von der Umsetzung her schwierig werden. Zumal ich selber nicht genau weiß, wie sie aussehen soll. Es wäre ein schwarzes Kostüm mit bunten Planeten, Sternen und vielleicht der Sonne als Kopf. Die Galaxie ist in den 70ern auf die Erde gelandet und performt Songs aus bestimmten Epochen. Und unter der Maske wünschst du dir eine Frau, die zwar singen kann, aber keine Profisängerin ist. Gefällt mir erstmal die Idee. Auch gewisse Songs, die du hier geschrieben hast. Bad Romance, Counting Stars. Hier, was war das noch? Die beiden auf jeden Fall. Firework von Katy Perry. One Republic mit Imagine Dragons, meine absolute Lieblingsband. Und Bad Romance, Lady Gaga, das Lied verfolgt mich in dem Sinne. Ich liebe aber auch dieses Lied. Die Idee finde ich sehr, sehr interessant. Schwer vorzustellen, muss man zugeben. Aber so irgendwas Planetenartiges. Lustig wäre dann die Erde, wenn ich jetzt mal so in diese Richtung denke. Also wirklich so eine Kugel halt einfach, wie jemand rumläuft. Und es ist halt die Erde. Hände gucken irgendwie dann so raus. Aber dass es dann die Erde ist, könnte ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Dann
Der Gorilla ist ganz Besonderes. Er läuft nämlich auf allen Vieren. Abgesehen davon trägt er die Kleidung eines Forschers und untersucht den Dschungel. Generell wirkt das Kostüm sehr männlich. So. Sehr, sehr cool. So Gorilla, Bär, Orang-Utan, also so in Sachen so affenmäßig kann man sich, glaube ich, sehr, sehr viel vorstellen. Gerade jetzt ja nach der letzten Staffel. Oder auch jetzt nach The Masked Dancer mit Affe kann man sich sehr, sehr viel so in diese Richtung vorstellen. Generell so irgendwas Affenmäßiges würde ich mir aber auch irgendwie wünschen, weil Affe bei The Masked Dancer fand ich mega das Kostüm, hat auch verdient gewonnen. Dann das Krokodil. Das Krokodil ist ein echter Rockstar und sieht auch so aus wie einer. Vor allem seine Gitarre, auf welcher er auch spielt, fällt dem Zuschauer auf. Sein Gimmick neben dem Gitarrespielen ist, dass er bekannte Songs auch in einer Rockversion performt. Finde ich geil. Halt eben so richtig geile Coverversion von Songs. Finde ich sowieso immer geil, wenn man nicht so wie das Original irgendwie so den Song singt, sondern wirklich so etwas anders. Erinnere ich mich nur zu gern an auch nochmal hier Franzi van Almsick mit Lean on Me. Hammerlied. Aber wenn man diese Version vergleicht mit dem Original, also was sie gesungen hat und dem Original, hat sie wirklich so eine richtige Balladenversion gesungen und das war mega. So, gehen wir zu Teil 2 über. So, der Pfau. Der Pfau ist eine echte Diva, welche ein Kleid sowie ein Mantel, welcher wie die Pfauenfedern aussieht, trägt. Von Show 1 bis zum Finale entwickelt sich der Pfau langsam von einer Diva zu einer richtigen Partysau. Pfau. Bunt, so ein bisschen wie Flamingo, kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, finde ich mega. Gerade so mit den Federn und allem, Hammer. Dann auch der Ritter. Der Ritter ist ein sehr imponantes und majestätisches Kostüm, wobei er sehr stark einer klassischen Ritterrüstung gleicht. Außerdem besitzt er ein Schild und ein Zweihänder. Unter der Maske kann ich mir am besten einen Sportler vorstellen, weil es auch ein schweres Kostüm werden könnte. Weiß jetzt nicht, wie schwer zum Beispiel Helden war, dann mit Ritter dann ja so. So Ritter, so irgendwas Personenmäßiges. Ich glaube, gerade jetzt nach Helden ist so der Wunsch bei uns allen da, dass sowas in diese Richtung auch kommt nochmal. So, dann haben wir den Tukan. Der Tukan ist ein eigentlich sehr dunkler Vogel. Das stimmt. Auch als Kostüm ist das Federkleid schwarz, doch der Schnabel ist bunt. Ich könnte mir gut vorstellen, dass sie sich in ein Mitglied aus der Jury verlieben könnte. Ja. Aufgrund der unerwiderten Liebe entwickelt sie Liebeskummer und wird Gaga. Ja, finde ich sehr, sehr lustig. Finde ich sehr, sehr lustig. Ja, also Tukan habe ich tatsächlich auch so auf meinem Handy, weil ich so sehr, sehr viele Kostüme mal aufgeschrieben habe, auch tatsächlich stehen. Von daher finde ich geil. Ja, und dann haben wir jetzt noch zwei. Der Waschbär. Der Waschbär ist ein kleiner Langfinger. Er trägt die Kleidung eines Banditen und begeht während seiner Auftritte einen Raub. Unter der Maske könnte ich mir gut, ja, so kombiniert wie Kurt Krömer dann vorstellen. Da man ja bei Läufer seiner Waschbärallergie erfahren hat. Das war aber auch, glaube ich, eher Comedy. Kann ich euch nur empfehlen. Stimmt, da frage ich mich, wann geht eigentlich LOL Staffel 3 los? Egal. Waschbär haben wir auch einige Male gehört, gerade auch so diese Kleidung, so banditmäßig. Boah, ich könnte mir das sehr, sehr gut vorstellen. Oder vielleicht so auf der Flucht. Man kennt ja so diesen Anzug oder was man hier trägt, so wenn man im Gefängnis ist. Und wenn der Waschbär dann sowas anhat, fände ich auch mega. Und dann zum Schluss noch die Wölfe. Zum Schluss kommen die Wölfe, welche insgesamt vier Geschwister sind. Ah, und dann so eine Band zum Beispiel darunter. Sie sind durch verschiedene Accessoires und ihre Kleidung zu unterscheiden. Ja, meine Lieben, das waren jetzt diese ganzen Kommentare von euch. Auf jeden Fall. Danke an jeden, der hier geschrieben hat und auch an alle anderen, die natürlich so diese Reihe unterstützen. Weil auch wenn ich euch jetzt nicht namentlich erwähnt habe, weil ihr keinen Kommentar geschrieben habt, danke an euch alle nochmal, dass ihr das alles hier so möglich macht und dass diese Videos halt so toll ankommen. Das waren eure Ideen. Zusammenfassend kann man so ein bisschen sagen, also so Richtung Ritter und Königin, das wurde von den Personen so am meisten genannt. Vom Essen wurde mit meinem Hamburger, glaube ich, was wurde da so am meisten genannt?
Na, ich will jetzt mal Hamburger nennen. Aber Blume Baum wurde auch erwähnt und Eule sowie Wolf. Das waren so, will ich jetzt mal sagen, so zusammenfassend die so von euch am meisten mit hier genannt wurden. Von daher, ich bin sehr gespannt, wenn die Masken für die neue Staffel dann feststehen. Meine Lieben, das war's dann mit diesem Video. Ich hoffe, euch hat es sehr, sehr gut gefallen. Wenn es so ist, dann zeigt es sehr gerne mit einem Daumen nach oben. Abo nicht vergessen, Glocke aktivieren. Wir sehen uns dann zum neuen Video auf meinem Kanal wieder. Ihr wisst, was dafür zu tun ist. Und mir wird an dieser Stelle noch zu sagen, Anpfiff, Abpfiff, Tor. Ciao, liebe Top-Familie, bis zum nächsten Mal, haut rein und tschüss.